Mein neues Stück One Way Man beschäftigt sich mit Frank. Das ist ein Mann, der weltweit Dichtungsringe für Entsafter herstellt. Also ein Businessman, der auf der ganzen Welt unterwegs ist. Beschäftigt sich ganz viel mit Frauen, ganz viel mit Männern und auch ganz viel mit Ingolf Lück. Haben Sie zu Hause eine Küchenmaschine? Wenn Sie da im Entsafter das Kegelnetz rausschrauben und die drunterliegende Motorwelle zur Seite schieben, dann sehen Sie da ja zwischen der Muffe, die den Weg zum Ausfluss anflanscht, so eine kleine Röhre. Und die hat einen kleinen Dichtungsring. Und den habe ich 16 Jahre lang verkauft. Yeah. Das ist er. Das ist der VX212-CZ22 Doppel-5 Medium. Der absolute Weltmarktführer. Biegsam, unporös. 10 Jahre Garantie, der ist quasi konkurrenzlos. Wenn Sie ihn da hinten nicht richtig sehen können, ich kann Ihnen gleich gerne mal rumgehen. Ja. Wir sind in Deutschland gerade mal 7 Leute, die sich im Dichtungsringwesensegment Küchenmaschinenfilter auskennen. Und wir sind so ein richtiger Verschworener. Auf, ja. Wenn wir uns mal zufällig auf der Straße treffen, dann haben wir so ein Handzeichen wie die Harley-Fahrer. Und wir operieren weltweit. Ja, ja. Ich kenne die ganze Welt. Ja. Also Flughäfen, Dichtungsringfirmen und wieder Flughäfen. Also eigentlich nur Flughäfen, Dichtungsringfirmen. Ja. Die Ideen liegen auf der Straße. Ich habe hier immer so Ideen, wenn ich hier sitze, weil mich hier nämlich nichts ablenkt. Ich habe hier schon Ideen gehabt, ist aber leider nie was draus geworden. Weil ich mich dann doch immer zu sehr ablenken lasse. Richtig gute Ideen, da musst du dranbleiben. Und davor brauchst du Ruhe. Ich habe mal gelesen, Buddha, der hat 40 Jahre lang nur unter einem Baum gesessen. Sonst nichts. 40 Jahre. Nur er und der Baum. Und da hat er 40 Jahre lang nachgedacht. Und zack, war der Buddhismus fertig. Ja, weil er sich nicht hat ablenken lassen. Stellt euch vor, der hätte seinen iPod dabei gehabt. Der hätte nach 40 Jahren alles von ABBA pfeifen können. Aber die richtig guten Ideen, die kommen aus der Beschränkung. Ein Mann, ein Baum und eine Parkbank. Das reicht. Das Tolle im Fernsehen ist, man wird morgens abgeholt von einem im Winter, von einem gewärmten Auto, von einer Limousine, wird ins Studio gebracht, kriegt zu essen, zu trinken, wird geschminkt, wird angezogen. Dann dreht man vielleicht 2,5 Seiten, Textseiten am Tag, dann fährt man wieder nach Hause und kriegt dafür sehr viel Geld. Theater heißt alles selber machen. Ja? Ich fahre diese Requisiten selber mit dem Auto, ich baue die selber auf. Ich habe natürlich hier meine erstklassigen Haustechniker, aber dann geht man sogar selber auf die Bühne. Es ist im Theater nämlich so üblich, spielt dort 1,5, 2 Stunden, geht dann wieder von der Bühne und ist alleine. Und ist die ganze Zeit alleine. Ich bin vor der Bühne alleine, vor dem Stück alleine, ich bin auf der Bühne alleine und ich bin nach dem Stück wieder alleine. Das ist natürlich schrecklich, das ist grausam. Nein, ich bin dann froh. Es ist auch nicht grausam, es ist natürlich schön. Weil auf dem Theater kann man einen Abend entwickeln, also man kann den Abend mit den Zuschauern erleben und es ist ein nicht wiederherstellbares Event, was nur einmal an diesem Abend auf dieser Bühne stattfinden kann. Stellt euch eine Frauenpokerrunde vor. Ja. Schummriges Hinterzimmer. Havanna-geschwängerte Luft, 4 Frauen an einem Tisch, Stille. Ja, ich weiß, das ist schwer vorstellbar. Das ist. Aber wir wollen dem Bild eine Chance geben, okay? Die Karten werden gemischt. Ach Quatsch, das sind ja Frauen. Zack. Die Karten werden gegeben. Ach Quatsch, nein. Hallo, hi. Hallo, hallo, bitteschön. Die Karten werden aufgefächert. Und dann die erste wahrscheinlich, Marion. Sag mal, hat vielleicht eine von euch zufällig eine Pik 7? Die wird total gut zu meinem Blatt passen. Und dann die nächste. Natürlich habe ich eine Pik 7. Ich kann sie dir geben. Hier, ich brauche sie sowieso nicht. Ich kann sie dir leihen. Sie steht dir sowieso viel besser. Oh, danke schön.
Und die dritte steht auf, glotzt den anderen in die Karte und sagt, boah, da habt ihr ein super Schnäppchen gemacht, Wahnsinn. Da habt ihr ein ganz tolles Blatt. Ja, meinst du, Caro passt zu mir? Natürlich passt Caro zu mir. Caro Pik, Herz, du kannst alles tragen. Und die vierte, lass uns mal die Karten alle aufdecken, damit wir alle schön sehen, was wir alle haben. Und dann besorgen wir ein paar Blümchen, ein bisschen was zu knabbern, dann gehen wir, machen wir raus, machen wir die Fenster auf, lassen wir die Vorhänge auf, lassen wir die Sonne rein. Und dann gehen wir raus auf die Wiese und tanzen, 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 tanzen. Ich kann Marion tanzen nachts um 3 Uhr wecken. Was erwartest du von unserer Beziehung? Ach, also ich erwarte eine tiefe und liebevolle Bindung, dass du dich mit Haut und Haaren für mich einsetzt, dass du immer für mich da bist, dass du mich trotz meiner vielen Schwächen und Fehler trotzdem ernst nimmst, dass du auch tiefes Begehren zu spüren ist. Und im Übrigen freue ich mich, dass du mich gefragt hast, weil es mir zeigt, dass du dich dafür interessierst, was ich denke. Eine Frau hat beim Zuhören ja in der Minute 10 bis 15 verschiedene aktive Gesichtsausdrücke. Allein beim Zuhören, ja, erstaunt, oh, teilnahmsvoll, oh, entspannt, liebevoll, fragend, nachfragend, abgewandt, zugewandt, zugewandt, abgewandt, aufgeregt, besorgt. Wenn du einer Frau beim Zuhören zusiehst, dann siehst du die ganze Geschichte komplett noch einmal vor dir. Ein Mann hat in der Minute 2 Gesichtsausdrücke. 1, 2. Das Ende des Stückes darf ich noch nicht verraten, aber am Ende des Stückes, das kann ich verraten, kommt Frank und Lück zusammen und haben einen Streit miteinander und wir sind mal gespannt, wer gewinnt.